Hallo und willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video erzählen wir Ihnen von der Besetzung der TV-Serie Emil und die Detektive 1554, damals und heute im Jahr 2024. Los geht's. Nummer 1. Peter Finkbeiner, geboren am 15. Juli 1942, spielte Emil Tischbein, den Hauptdarsteller im Filmklassiker Emil und die Detektive 1554. Als er zum Film kam, war Finkbeiner erst 12 Jahre alt und verkörperte anschaulich die Figur Emil, einen Jungen, der sich Kriminellen stellen musste, nachdem ihm in einem Zug Geld gestohlen wurde. Mit Intelligenz und Mut tat sich Emil mit anderen Kindern zusammen, um die Gauner zu fangen. Diese Rolle markierte einen großen Wendepunkt in der Schauspielkarriere des jungen Peter Finkbeiner. Mittlerweile ist Finkbeiner 82 Jahre alt und seine Rolle in Emil und der Detektiv ist bis heute als unverzichtbarer Bestandteil des deutschen Nachkriegskinos in Erinnerung geblieben. Nummer 2. Heli Finkenzeller, geboren am 17. November 1911 und gestorben am 14. Januar 1991, war eine deutsche Schauspielerin mit einer bemerkenswerten Karriere. Im Film Emil und die Detektive 1995 spielte sie im Alter von 43 Jahren Anna Tischbein, die Mutter des jungen Emil Tischbein. Finkenzellers Figur stellt eine sanfte und liebevolle Mutter dar, die ihren Sohn mit sorgfältig gespartem Geld in die Stadt schickt. Doch unerwartet gerät der Junge in einen Vorfall, bei dem das Geld gestohlen wird. Mit feinfühligem, schauspielerischem Können verlieh Finkenzeller ihrer Rolle Wärme und Authentizität, das Bild einer typischen Mutter in der damaligen deutschen Gesellschaft. Auf der Leinwand drückte sie ihre unendliche Sorge und Liebe für ihren Sohn aus und löste beim Publikum tiefes Mitgefühl aus. Ihre Teilnahme an diesem Film trug dazu bei, Menschlichkeit und Familie hervorzuheben, wichtige Themen des Werks. Finkenzeller ist eine Schauspielerin, deren Karriere sich über Jahrzehnte erstreckt, und ihre Rolle als Anna Tischbein ist eine der denkwürdigsten Rollen ihrer Schauspielkarriere. Nummer 3. Wolfgang Luxi, geboren am 19. Oktober 1905 und gestorben am 10. Juli 1983, war ein berühmter deutscher Schauspieler und Regisseur. Im Film Emil und die Detektive 1995 übernahm er im Alter von 49 Jahren die Rolle des Oberwachtmeisters Jeschke, eines strengen, aber fairen Polizeichefs. Luxis Rolle in diesem Film demonstrierte die Professionalität und Verantwortung eines Polizisten, der eine wichtige Rolle dabei spielte, der Gruppe von Teenagern bei den Ermittlungen und der Festnahme der Person zu helfen, die Emils Geld gestohlen hatte. Die von Luxi gespielte Figur Oberwachtmeister Jeschke strahlt Intelligenz, Entschlossenheit und eine Prise Humor aus und macht den Film sowohl attraktiv als auch für alle Altersgruppen zugänglich. Er ist die Verbindung zwischen der Kindheitswelt der Kinderdetektive und der Erwachsenenwelt, in der Recht und Ordnung aufrechterhalten werden. Obwohl sich ein Großteil der Geschichte um die List der Jungen dreht, spielt Jeschke eine entscheidende Rolle bei der Lösung der letztendlichen Situation. Luxi brachte Stabilität und Natürlichkeit in seine Rolle und trug damit maßgeblich zum Erfolg des Films bei. Seine Karriere umfasst nicht nur diese Rolle, sondern auch viele andere Rollen in klassischen Werken des deutschen Kinos. Nummer 4. Kurt Meisel, geboren am 18. August 1912 und gestorben am 4. April 1994, war ein berühmter deutscher Schauspieler und Regisseur, der für seine vielfältigen schauspielerischen Fähigkeiten in vielen und komplizierten Bösewichtsrollen bekannt war. Im Film Emil und die Detektive 1995 spielte Meisel im Alter von 42 Jahren Herrn Grundeis, den Hauptschurken, der Emils Geld im Zug von Neustadt nach Berlin stiehlt. Meisels Rolle als Herr Grundeis ist ein gerissener, heimlicher Charakter, der nach einer Straftat immer einen Weg findet, sich zu verstecken. Mit ihrem gekonnten Schauspiel gelingt es Meisel, einen Dieb darzustellen, der sowohl intrigant als auch nervös ist, wenn er von einer Gruppe Detektivkindern verfolgt wird. Seine Figur wird zum Hauptziel der spannenden Ermittlungen, die Emil und seine Freunde anführen, und sorgt so für Spannung und Dramatik im Film.
Kurt Meisel verlieh der Rolle des Herrn Grundeis mit subtilen Ausdrücken und Handlungen einprägsame Lebendigkeit, die deutlich die Angst und Verwirrung eines Kriminellen vermittelte, der von einer Gruppe Kinder verfolgt wird. Von verstohlenen Gesten bis hin zu Reaktionen bei Entdeckung machte Meisel diese Figur realistisch und attraktiv und trug so zum Reiz des Films Emil und die Detektive bei. Nicht nur in diesem Film ist Kurt Meisel auch für viele Schurkenrollen bekannt und hat eine reiche Filmkarriere hinter sich, in der er mit scharfen und tiefgründigen Rollen große Beiträge zum deutschen Kino leistete. Nummer 5. Ruth Nimbach, geboren am 15. September 1918 und gestorben 2011, war eine deutsche Schauspielerin, deren Karriere sich über viele Jahrzehnte erstreckte. Im Film Emil und die Detektive, 95, spielte Nimbach im Alter von 36 Jahren Annie Wandel. Eine Nebenfigur in der Geschichte über die Abenteuer des jungen Emil und seiner Gruppe von Detektivfreunden. Obwohl Ruth Nimbach in dem Film nicht die Rolle der Hauptfigur spielte, bewies sie subtiles schauspielerisches Talent und beeindruckende Leinwandpräsenz. Annie Wandel ist Teil der Umgebung und des sozialen Kontexts, in dem die Geschichte spielt, und ihre Anwesenheit trägt dazu bei, dem Bild Tiefe zu verleihen, Gesamtbild des Films. Mit einer vielfältigen Schauspielkarriere und vielen Erfolgen in Theater und Film hat Ruth Nimbach zu vielen herausragenden Filmen und Theaterstücken beigetragen. Emil und die Detektive ist eines der Werke, die ihr geholfen haben, ihre Position in der deutschen Kinobranche zu behaupten. Obwohl ihre Rolle in dem Film nicht groß war, hinterließ Nimbach dennoch einen Eindruck durch ihre schauspielerischen Fähigkeiten und ihr Engagement für ihren Beruf. Nummer 6. Margarete Hagen, geboren am 29. November 1889 und gestorben am 19. November 1966, war eine berühmte deutsche Schauspielerin mit einer vielfältigen und angesehenen Schauspielkarriere. Im Film Emil und die Detektive, 95, spielte sie im Alter von 65 Jahren die Großmutter der Hauptfigur Emil Tischbein. Diese Rolle brachte ihr die Liebe des Publikums ein, da sie Emil in der Geschichte als freundlich, rücksichtsvoll und als spiritueller Dreh- und Angelpunkt empfand. Der Figur, die Großmutter, kommt im Film eine besondere Rolle dabei zu, Emil emotional zu unterstützen. Wenn Emil während seines Abenteuers auf Schwierigkeiten und Herausforderungen stößt, ist seine Großmutter ein wichtiger Faktor, der ihm hilft, seine Ängste und Sorgen zu überwinden. Margarete Hagen hauchte dieser Figur mit ihrem natürlichen schauspielerischen Talent Leben ein und vermittelte ihren Enkelkindern das Bild einer liebevollen, warmherzigen und beschützenden Großmutter. Hagen blickt auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Schauspielkarriere zurück, mit vielen Rollen in berühmten Filmen und Bühnenshows. Die Rolle der Großmutter in Emil und der Detektiv ist eine ihrer ikonischen Rollen und zeigt Wärme, Sanftmut und Stärke in der Art und Weise, wie sie sich in die Figur verwandelt. Die Anwesenheit von Margarete Hagen im Film verleiht der Geschichte nicht nur Tiefe, sondern hinterlässt auch einen starken Eindruck familiärer Zuneigung, insbesondere der Liebe einer Großmutter zu ihren Enkelkindern. Nummer 7. Camilla Spira, geboren am 1. März 1906 und gestorben am 25. August 1997, war eine prominente deutsche Schauspielerin, deren Karriere sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte, sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne. Im Film Emil und die Detektive, 95, spielte sie im Alter von 48 Jahren Martha Heimbold, die Tante von Emil Tischbein. Diese Figur spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte, da sie ein enger Verwandter von Emil ist und dem Jungen emotionale Unterstützung bietet. Tante Martha Heimbold im Film ist eine freundliche und nachdenkliche Frau, die sich Sorgen um Emil macht, da er während seiner Abenteuer vielen Herausforderungen gegenübersteht. Camilla Spira vermittelte mit ihren natürlichen und emotionalen schauspielerischen Fähigkeiten die Fürsorge, den Schutz und die Zuneigung, die Tante Martha für Emil hegte. Ihre Rolle trug im Film zum Aufbau einer engen und herzlichen Familienbeziehung bei und schuf leichte Momente inmitten angespannter und spannender Situationen. Camilla Spira ist eine talentierte Schauspielerin mit einer brillanten Karriere.
Sie hat in vielen berühmten Filmen und Theaterstücken mitgewirkt und mit ihrer hervorragenden Verwandlungsfähigkeit einen Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Die Rolle der Tante Martha Heimbold in Emil und die Detektive ist eine der wichtigen Rollen, die Zärtlichkeit und Tiefe zeigt und dazu beiträgt, das Thema Familie und Intimität im Film hervorzuheben. Danke fürs Zuschauen. Bitte liken und teilen Sie das Video und abonnieren Sie unseren Hollywood-Prominente-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.